Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir und heute sprechen wir über die Serien, von denen ich mir ein Spin-off wünsche. Ich hätte es nämlich cool gefunden, wenn in manchen Serien so bestimmte Charaktere oder Situationen noch näher beleuchtet wären und wir noch mehr von deren Seiten gesehen hätten. Deswegen erstmal kurz, was ist eigentlich eine Spin-off-Serie? Also es ist eigentlich so ein Ableger einer Serie, die bereits existiert und es spielt auch so im selben Universum und es kann dieselben Charaktere beinhalten. Es können aber auch ganz neue Charaktere vorkommen. Ob so eine Spin-off-Serie dann wirklich entsteht, das entscheiden dann natürlich auch die Macher der Serie, aber wenn dann so eine Serie oder generell vielleicht auch so ein Nebencharakter besonders gut bei den Zuschauern ankommt, dann könnte das schon der erste Anreiz sein, dass die vielleicht eine eigene Spin-off-Serie bekommen. Sprechen wir also über Serie 1 auf dieser Liste, von der ich mir einen Spin-off wünsche, und zwar Vampire Diaries. Und ja, Vampire Diaries hat bereits zwei Spin-offs, und zwar Legacies und The Originals, was ich beides noch nicht gesehen habe, aber vor allem Legacies steht auf meiner Watchliste. Ich würde mir wünschen, dass es wieder in Mystic Falls spielt, dass man aber nicht unbedingt Teenagern auf einer Boarding School irgendwie folgt, sondern eher jungen Erwachsenen. Vampire Diaries hat nämlich damals so toll angefangen, weil man noch nicht genau wusste, was für übernatürliche Wesen es gibt und man war so mit Elena auf einer Reise, das Ganze so in Erfahrung zu bringen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, weil wir wissen bereits, was es alles so für Monster gibt. Ich finde ja generell, dass der Grundgedanke bei Legacies sehr cool ist, also dass wir diese ganzen Leute in diesem Internat haben, die halt auch übernatürliche Fähigkeiten haben, aber man kann sich nicht so wirklich in die Leute hineinversetzen, nicht so wie bei Elena Gilbert, weil ich persönlich, ich habe keine übernatürlichen Kräfte. Ich will es also auf jeden Fall irgendwann schauen, aber es ist jetzt nicht unbedingt das exakt das Spin-off, was ich mir gewünscht hätte. Ich hätte mir nämlich, und jetzt haltet euch fest, ein Spin-off über Stefan Salvatore gewünscht. Yes. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht so, Caro, der größte Damon-Fan, was da los? Ja? Ja, wir haben ja auch schon generell sehr viele Szenen aus der Vergangenheit von Stefan gesehen, aber ich wünschte mir einfach, dass man nochmal seine Vergangenheit so ein bisschen aufgreift und nochmal alles aus seiner Perspektive erzählt. Und dann wäre es halt cool, wenn wir schon viel früher gestartet hätten, also irgendwie schon gesehen hätten, wie Stefan mit Damon groß wird und wie die beiden Catherine kennenlernen und die Zeit, die Ripper-Stefan-Zeit und die Zeit, in der er mit Rebecca irgendwie was gemacht hat und wo er Lexi kennengelernt hat. Och. Lexi und das Wochenende mit Bon Jovi, das wäre so cool, das wären so coole Storylines gewesen. Das wäre ein cooles Spin-off. Und ich will auch sehen, wie er anfängt, Tagebuch zu schreiben und dann soll alles so, die ganze Geschichte erzählt werden, bis zu dem Zeitpunkt, in dem er seinen Neffen in Mystic Falls besuchen will und dann auf der Wickery Bridge Elena sieht und ihre Eltern, wie sie gerade von der Brücke fallen. Fände ich super. Wir könnten dann natürlich auch wieder so ein paar Nebencharaktere auftreten lassen, die halt in der Originalserie schon längst gestorben sind und wir hätten automatisch auch mehr Damon-Content. Und das Ding ist, Stefan moderiert ja auch schon Vampire Diaries, das heißt, die Erzählweise kann einfach gleich bleiben und das Ganze heißt dann Stefan's Diary. Bei der Serie weiß ich aber auch zu 100%, dass das niemals stattfinden wird, weil erstens sind die Charaktere jetzt alle schon so ein bisschen zu alt und die Serie ist auch zu alt und Paul Wesley hätte, glaube ich, niemals Bock drauf. Der wird das nicht machen. Deswegen machen wir direkt weiter mit Serie Nummer 2, von der ich mir ein Spin-off wünsche. Und diesmal geht es um ein Spin-off, das sogar schon mal in Planung war, aber dann nicht umgesetzt wurde. The 100. Generell eine Serie, in der es um eine Dystopie geht, in der die Erde durch einen Atomkrieg unbewohnbar gemacht worden ist und die Menschen dann auf einem Raumschiff leben. Und dann schicken sie jetzt 100 Jugendliche runter auf die Erde, um zu testen, ob man da nicht doch wieder leben könnte. Die Science-Fiction-Serie ging jetzt 7 Staffeln und in der letzten Staffel hat man sogar so ein Spin-off so ein bisschen angeteasert mit der Folge Anaconda. Das Ganze nennt man übrigens Backdoor Pilot. Ein Pilot ist dabei eigentlich die erste Folge einer neuen Serie und das ist so eine Art versteckte Pilotfolge. Es spielt nämlich dann in demselben Universum, es werden aber neue Charaktere vorgestellt und die neue Geschichte, die man sich überlegt, wird so ein bisschen angeteasert und dann kann man eigentlich schon direkt sehen, ob die Zuschauer das mögen oder nicht. Je nachdem, wie gut dann diese Folge ankommt, könnte es dann zu einer Spin-off-Serie kommen, aber vielleicht dann halt auch nicht. Es gab eine Folge, in der es komplett darum ging, wie es der Atomkrieg entstand und was alles vorher passiert, dass es halt wirklich zu dem Zeitpunkt kam, dass die alle auf eine Raumstation flüchten mussten. Die Serie hatte sogar schon einen Namen und zwar hieß sie The 100 Second Dawn, also zweite Dämmerung. Wir hätten also wirklich komplett gesehen, was vorher passiert wäre und es haben ja auch wirklich nur 1000 Leute geschafft, irgendwie auf diese Raumstation zu kommen und dann musste man einige zurücklassen. Und was dann mit denen passiert ist, die dann auf dem Boden geblieben sind, wissen wir auch eigentlich schon, das sind die Grounder geworden und deren Geschichte und deren Entstehung irgendwie zu sehen, fände ich super interessant. Wie ist auch die Sprache entstanden, also dieses Trigela-Slang, das die ja auch sprechen und generell, wir wären wieder so zu den Anfängen von The 100 gekommen. Wieder so im Wald, es wäre wieder richtig cool gewesen. Und das Ganze wäre halt eigentlich so eine Art Prequel gewesen. Ein Prequel ist auch so eine Art Spin-off, aber es geht dann darum, was vor der Geschichte passiert ist, die wir bereits kennen. Und das Pendant dazu ist dann die Sequel. Da geht es dann darum, was nach der Geschichte passiert. Ich fand halt vor allem, dass in den letzten Staffeln von The 100 viel zu viel Science-Fiction vorkam. Also mir hat das sehr gut gefallen, als sie noch sehr viel auf der Erde gelebt und gemacht haben. Generell wären natürlich viele neue Charaktere vorgekommen, aber ich fände das gar nicht so schlimm. Und man könnte diese ganze Geschichte nochmal neu aufrollen und den Anfang auch nochmal neu erklären. Und man hatte ja auch direkt von Anfang an, also wenn ihr es gesehen habt, diesen Konflikt zwischen den Geschwistern und das hat direkt so ein bisschen Drama reingebracht. Und generell hat man bei sowas natürlich auch immer die Möglichkeit, auch neue Beziehungen zu erklären und aufzubauen. Es wäre also eigentlich echt cool gewesen und vor allem genau das Spin-off, was ich mir eigentlich auch gewünscht hätte, aber vor ein paar Wochen ist bekannt gegeben worden, dass sie nicht stattfinden wird. Obwohl tatsächlich jetzt schon 2 Jahre lang daran gearbeitet wurde.
echt schade. Was auch echt schade ist, dass über 70% von euch meine Videos gucken, aber mich noch nicht abonniert haben. Also wenn ihr gerne über Serien, über Filme quatscht, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Wir sind gar nicht mehr so weit von den 100.000 Abos entfernt, was ein riesiger Meilenstein wäre. Und ich freue mich über jeden, der hier jede Woche mit dabei ist. Wovon ich mir auch ein Spin-off vorstellen könnte, wäre Gossip Girl. Und zwar eine komplette neue Serie zu Jenny Humphrey. Ich fand ihren Charakter und ihre Entwicklung auch komplett spannend, weil man bei ihr wirklich gesehen hat, dass sie noch ein Teenager war, der erwachsen werden musste. Sie musste auch erstmal so ein bisschen ihren Stil finden. Und deswegen fände ich es auch mega gut, wenn man um sie herum eine Geschichte aufbaut, die nicht unbedingt was mit Gossip Girl zu tun hat. Also ich fände es richtig cool, wenn es so eine Art Sequel geben würde mit Jenny Humphrey in der Modewelt von New York. Ich meine, wenn Gossip Girl vorbei ist, hat sie eigentlich schon so viel Erfahrung in dem Bereich gemacht, irgendwie, weil sie schon die schönsten Kleider gemacht hat, aber sie müsste dann in der richtigen Welt nochmal von vorne anfangen. So im Sinne von, sie hat schon so eine Volkschaft aufgebaut und ist irgendwie die neue Blair Waldorf geworden, muss aber jetzt erstmal wieder Kaffee holen gehen. Wir wissen ja im Endeffekt so, was sie drauf hat, aber das Unternehmen weiß das halt noch nicht und das ist irgendwie so der Gag daran, dass man weiß so, sie hat es eigentlich drauf, aber keiner glaubt an sie. Und das würde sie so ins Arbeitsleben bringen mit neuen Freunden und neuen Feinden, neuen Beziehungen und neuen Arbeitskollegen und ich fände das richtig cool und wenn man dann ab und zu nochmal so ein altbekanntes Gesicht sieht, so zum Beispiel, sie muss für Miss Vanderwoods nochmal ein Kleid machen, dass man nochmal so ein Easter Egg hat aus Gossip Girl. Und ich finde trotzdem, dass man ihr so ein bisschen anmerken muss, dass es halt so ein bisschen tief sitzt, dass sie mit Gossip Girl groß geworden ist, also dass es immer jemanden gab, der sie beobachtet hat und dass sie vielleicht, wenn jemand auf der Arbeit irgendwie anfängt zu lästern, so sagt, nee, lästert jetzt nicht oder was auch immer, dass sie so ein bisschen gelernt hat, was ihr passiert ist damals. Macht das Sinn? Oder, und das fände ich auch ganz cool, wenn man halt schon so ein bisschen Vorurteile gegen sie hätte, weil man sie schon durch Gossip Girl kennt, also durch alles, was damals irgendwie gepostet wurde über sie. Das würde ich auf jeden Fall richtig feiern. Ihr müsst mir jetzt mal sagen, wie die Serie heißen würde, weil ich glaube, meine kreativste Idee wäre sowas wie Brooklyn. Wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ein weiteres Spin-off, das ich mir wünsche, ist von der Serie Pretty Little Liars. Und ja, auch Pretty Little Liars hat bereits Spin-off-Serien, zum Beispiel Ravenswood. Und bei Ravenswood finde ich es so witzig, weil mir ganz viele von euch immer schreiben so, was ist das für eine Serie? Viele von euch kennen Ravenswood einfach nicht. Also ja, es gab eine Zeit, in der Caleb Pretty Little Liars verlassen hat, um nach Ravenswood zu gehen, um dort seine Spin-off-Serie zu haben. Da sind ein paar übernatürliche Sachen passiert. Das Ganze ist nach einer Staffel abgesetzt worden. Und dann ist er wieder zurückgekommen zu Pretty Little Liars. Also ja, es gab diese Serie und es gibt natürlich auch Pretty Little Liars, The Perfectionists mit Mona und mit Allison. Ich hatte mir auch schon überlegt, dass ich gerne was zu dieser Serie sehen würde, aber dass trotzdem die Charaktere irgendwie auch alles schon auserzählt sind. Also irgendwie ist das schon alles wirklich, wirklich komplett vorbei. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass sowohl eine Sequel als auch eine Prequel nicht unbedingt Sinn machen würde, weil die sind halt schon ganz normale Teenager oder ganz normale junge Frauen und es ist irgendwie das Spannendste an der Serie war ja der externe Einfluss von A, der die ja so fertig gemacht hat. Wenn es aber A in dem Moment nicht gegeben hätte, wären es halt einfach ganz normale Teenager und es wäre nicht wirklich sinnvoll gewesen, daraus eine Serie zu machen. Deswegen hatte ich mir auch schon gedacht, dass es bei Pretty Little Liars nicht unbedingt Sinn machen würde, da irgendwie mit dem Original Cast was weiterzumachen, sondern mit neuen Charakteren. Vielleicht aber auch mit dem ähnlichen Gefühl, also auch mit einem neuen A. Und das Ding ist, es wird halt gerade etwas sehr Ähnliches auch schon produziert, und zwar Pretty Little Liars Original Sin. Das Ganze spielt dann in einer neuen Stadt mit neuen Teenagern, die auch alle von A heimgesucht werden. Das Ganze soll aber ein bisschen gruseliger sein. Und es ist sogar so, dass die Kids nicht nur für ihre eigenen Sünden büßen müssen, sondern auch für die Sünden ihrer Eltern von vor 20 Jahren. Klingt also eigentlich schon generell nach dem Spin-off, das ich mir gewünscht habe. Oder es ist eher so eine Art Reboot. Und bei einem Reboot geht es darum, eine Serie komplett neu zu interpretieren. Die Geschichte kann also komplett neu dargestellt werden und es muss nicht unbedingt was mit der alten Geschichte zu tun haben. Aber sie ist doch so ähnlich, dass man vielleicht die Fans der anderen Geschichte mit rüberbringt. Ich habe mich sowieso schon generell über einen Spin-off von Pretty Little Liars gefreut und das ist wirklich genau das, was ich mir gewünscht hätte. Und wir machen weiter mit der nächsten Serie und zwar Squid Game. Und ihr denkt jetzt vielleicht so, ja, Caro, das Ganze hatte erst eine Staffel, also da wird es auf jeden Fall noch eine zweite Staffel geben. Man braucht jetzt noch kein Spin-off. Ich hoffe halt, dass es in Staffel 2 so ein bisschen um Gi-Hun geht oder vielleicht auch um Sebyoks Vergangenheit oder was die Soldaten alles so hinter den Kulissen gemacht haben. Was wünsche ich mir jetzt also von einem Spin-off? Ich fände es jetzt richtig nice, wenn man einfach als Spin-off die Spiele in anderen Ländern hätte. Also, dass es einfach ein deutsches Squid Game gibt und ein französisches Squid Game und so weiter. Das würde ich nämlich nicht unbedingt so als offizielle zweite Staffel fühlen. Und ich finde, das kann man dann richtig cool miteinander verbinden. Also, dass man zum Beispiel auch so ein paar Easter Eggs einbaut in den einzelnen Serien, die man dann auch nur versteht, wenn man alle geschaut hat. Und man müsste dann natürlich auch den Namen ändern, also auf das Land dann anpassen, weil Squid Game kennt man so in Deutschland halt gar nicht so als Kinderspiel. Das müsste dann sowas heißen wie Der Boden ist Lava. Wenn ihr noch eine weitere Idee habt, wie das deutsche Squid Game heißen würde, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das wären dann ja auf jeden Fall Spin-offs, weil es zwar in derselben Welt spielt wie das koreanische Spiel, aber man halt neue Charaktere aufbauen kann auf der
ganzen Welt. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Weiter geht's mit der nächsten Serie, von der ich mir ein Spin-off wünsche, und zwar Supernatural. Zwei Brüder, die gegen das Böse kämpfen. Kürzer kann man Supernatural nicht zusammenfassen. Und in der ersten Staffel sind sie ja noch auf der Suche nach ihrem Vater, der nach einem Auftrag nicht wieder zurückgekommen ist. Ich würde gerne ein Prequel zu der Zeit sehen, in der Sam die Familie verlassen hat, in der Dean alleine mit seinem Vater klarkommen musste, immer das Böse jagt und immer auf der Suche nach dem Dämon, der die Mutter umgebracht hat. Und ich will sehen, wie Dean sein erstes Vampirnest jagt, und ich will sehen, wie Dean Lisa kennenlernt, und ich will sehen, wie Dean das erste Mal alleine hantet. Und natürlich auch die Momente, in denen er Sam vermisst, und auch die Momente, in denen er sich mit seinem Vater streitet. Das würde ich alles so gerne sehen. Wirklich bis zu dem Moment, in dem John von dem Auftrag, wo er alleine war, nicht zurückkommt und dann Staffel 1 von Supernatural anfängt. Und ich würde das Ganze dann Supernatural Rising nennen. Und das Ding ist, es wird ja höchstwahrscheinlich eine Spin-off-Serie zu Supernatural geben. Das Ganze wird The Winchesters heißen. Da geht es aber dann um Mary und um John Winchester. Also um die Eltern der beiden. Was auch cool ist, aber ich bin nicht so komplett hyped. Wäre aber auch eine Prequel. Und was auch cool ist, dass Jensen Ackles und seine Frau Danielle Ackles das Ganze mitproduziert haben. Und Jensen Ackles sogar als Erzähler mit dabei sein wird. Wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen wird, keine Ahnung. Und kompletter Gossip hier an dieser Stelle. Der Schauspieler von Sam, also Jared Padalecki, wusste von dem Ganzen nichts und hat das Ganze auf Twitter dann gesagt, dass er zum ersten Mal davon erfährt, dass diese Serie zustande kommt. Diese Spin-off. Beef. Er hatte auf jeden Fall geschrieben, dass er zwar glücklich für Jensen ist, es aber gerne auch über anderem Wege als Twitter erfahren hätte. Und dass er es schade findet, dass Sam in dem Moment gar nicht involviert war. Anyway, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie da raushauen. Auch wenn ich mich nicht komplett hyped fühle auf diese Serie, bin ich gespannt, wie es wird. Und eine weitere Serie, von der ich mir sehr gut vorstellen kann, dass es ein Spin-off geben wird, Modern Family. Die Serie ist ja jetzt auch noch nicht allzu lange vorbei und es gibt ja auch schon das Gerücht, dass vielleicht eine Spin-off-Serie von Cam und Mitchell in Missouri entstehen soll. Da hat aber jetzt zum Beispiel auch Jesse Tyler Ferguson, also der Schauspieler von Mitchell, gesagt, dass er ja noch keine offizielle Bestätigung bekommen hat. Also es gibt noch keine offizielle Anfrage. Und ja, ich glaube, das würde schon am meisten Sinn machen, dass entweder die beiden eine neue Serie, also ein Spin-off bekommen, oder Hayley und Dylan. Aber, Spoiler ab jetzt, Hayley und Dylan bekommen ja auch Zwillinge. Und wenn man das Ganze so ein bisschen, also das Spin-off in der Zukunft ansetzt, dass die Zwillinge schon so alt sind, wie zum Beispiel Hayley irgendwie in der ersten Staffel war, dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht auch gar nicht die alten Charaktere braucht und dass das Ganze auch witzig wird, einfach nur mit deren kleiner Familie. Aber ja, ich glaube auch, dass es total schwierig werden würde, den richtigen Ton für die Serie zu finden und auch halt ohne die ganzen anderen Charaktere das Ganze cool aufzubauen, dass es nicht irgendwie awkward oder weird ist. Aber meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall möglich, dass man da irgendwie was Cooles draus machen könnte. Und das Ganze würde dann Daily Dylan oder Daily Hayley heißen. Super. Von welchen Serien wünscht ihr euch jetzt noch Spin-offs? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe mich außerdem an drei Serien orientiert und ein Lookbook hochgeladen. Und zwar an Cheryl Blossom, Jonas Kahnwald und Rory Gilmore. Schaut dort gerne mal vorbei. Und wo wir jetzt schon mal ganz viel über Serien gesprochen haben, findet ihr unten die Serie Druck von Funk. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.